starten jetzt zur neuen Runde. Verlassen jetzt gleich Wes und können schon mal alle überflüssigen Leinen lösen. Das heißt, die blaue kann schon mal weg und die Spring hier vorne kann auch weg. Hier in dem Platz geht man ganz schön hin und her. Man merkt hier schon die Nähe zum Amsterdam-Rhein-Kanal, wie der doch immer wieder Wasser zieht. Ist doch eine leichte Strömung hier. Okay, wir sind los und jetzt geht's ab und wir hoffen, dass der Brückenwärter schon arbeitet, aber es hat schon geklappt, denn es kamen ja auch schon einige Boote entgegen. Die Leiter wird nach innen gehängt. Die Fender bleiben draußen, solange wir durch Brücken fahren, falls wir anlegen müssen. Und die Leine muss später auch noch aufgeschossen werden. Jetzt kommen wir in West gleich an die erste Brücke. Schauen wir mal, wie schnell sie aufgeht. Die erste Brücke geht auf. Man sieht hier deutlich, der Brückenwärter schaltet die Brücke auf grün, obwohl sie noch gar nicht ganz geöffnet ist. Frank und Claudia sind schon durch und wir hinterher. Hier wird am Ufer neu gebaut. Also im Hochsommer, wenn dann viele Boote hier unterwegs sind, ist das auch sportlich, hier immer durchzufahren. Hier kann man auch mitten in der Stadt anmachen, an der Kade. Aber leider ist hier dann aber kein Strom dabei. Da vorne befindet sich schon die nächste Brücke. Hoffentlich radelt der Brückenwärter schnell dahin. Brücke Nummer 2 in Wesp. Der Brückenwärter muss immer von Brücke zu Brücke mit dem Fahrrad fahren, um die dann zu öffnen. Also hat er während der Arbeit viel Sport, hin und her fahren mit dem Fahrrad. Jetzt geht sie auf. Frank fährt schon durch. Okay, da vorne haben wir schon grün angezeigt bekommen. Wahrscheinlich geht die Brücke dann automatisch schon hoch. Grün ist erstmal nur für die Einfahrt in die alte Streuse. Hier geht auch nochmal ein Kanal ab, wo wir gestern Abend schön gegessen haben. Und da vorne sind natürlich immer noch die Broma aus England, die noch wahrscheinlich eine weitere Nacht hier in Wes verbringen. Where are you going? We go to Spakenburg. Spakenburg, genau. Gut. Very good. Die Brücke öffnet sich und nach vorne kommt dann nachher die als nächstes die Eisenbahnbrücke und die öffnet 11 Uhr und noch was. Solange müssen wir da halt warten. Und das war früher mal eine Schleuse. So, und dann heißt es erstmal Geduld, 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 Geduld. Da geht es in die Vecht. Und auch zum Yachthafen von Wesp. Und wir wollen ja, wie gesagt, durchmuiden und müssen jetzt hier erstmal anmachen, um zu warten, bis die Eisenbahnbrücke vor uns öffnet. Frank und Claudia haben schon mal angemacht. Ja, die ist 3,80 hoch, aber dann müssten wir alles klappen, um da so durchfahren zu können. Und das ist eine Mordsarbeit, das Runterklappen der ganzen Sachen. So, jetzt beweise. Mal warte ich auf die Anweisung meines Captains. Eine erzwungene Entspannung vor der Eisenbahnbrücke. Wir sind durch Wes doch schneller durchgekommen als gedacht und haben jetzt hier noch ein wenig Zeit. Die große Eisenbahnbrücke geht jetzt schon auf. 20 Minuten früher als geplant. Wir kriegen eine Sonderöffnung außerhalb der offiziellen Zeiten. Das ist natürlich für uns gut. Umso schneller kommen wir voran. Der Brückenwärter fordert Frank auf, bei Rot-Grün schon zu fahren. Der möchte die Brücke schnell wieder schließen. Danke, Will. Danke, Will. Tschüss. Das ist eine Brücke, die wird nicht sehr oft geöffnet am Tag, weil das eine stark befahrene Eisenbahnbrücke ist.
wir mal Glück gehabt. He? Jetzt geht die Brücke wieder zu. Wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile auf der Vech unterwegs. Hier wohnen auch viele in Hausbooten. Das ist ein schönes Wohnen hier. Yachtwerft Wesp. Leider geht die rechte Maschine mal wieder nicht an. Aber die Zündschlösser sind schon vor Ort bei Piet und werden demnächst ausgetauscht. Aber hier fahren wir schön durch die Vecht. Bei herrlichem Sonnenschein. Jetzt verlieren wir auch noch Hydraulikflüssigkeit vom Lenkrad. Dann müssen wir natürlich erstmal hier in Muiden einen Zwischenstopp einlegen und schauen, was da los ist. Hier liegen wieder wunderschöne Yachten. Gucken, wo wir hier anlegen können. So einfach wird das nicht sein, hier jetzt was zu finden, wo man mal anlegt. Vor der Schleuse. Die geht auf da hinten. Da müssen wir da rein. Die Türe da drüben ist gerade aufgegangen. Die Schleuse in Muiden. Mal gespannt, in welche wir jetzt reinfahren sollen. Beide. Frank hat seine eigene Schleuse und wir haben unsere Schleuse. Jeder hat so seine eigene. Nur ein Motor und die Lenkung geht kaputt. Da komme ich doch leicht in Schwitzen. Und hier hat man natürlich Schleusenkino. Auch. Claudia und Frank stehen parallel. Das ganze Hydrauliköl ist ausgelaufen beim Lenkrad. Ja, wir müssen irgendwo schnell halten, wo es jetzt eine Möglichkeit gibt. Bevor die Lenkung dann auch nicht mehr geht. Da kommt uns doch eine Brom entgegen. Eine Brom 37. Wir stehen jetzt in der Tankstelle in Muiden. Ich gucke immer eure Filme. Super! Ja, toll! Jetzt seid damit drauf! Dann euch noch eine gute Reise. Noch viel Spaß, ne? Tschüss! Der zweite Motor läuft und jetzt können wir weiterfahren bis Spakenburg. Die Hydraulikflüssigkeit läuft langsam aus. Wir steuern jetzt nur noch mit links und rechts, also Steuerbord, Backbord, und fahren jetzt ohne zu lenken. Das geht mit zwei Maschinen problemlos. Auf dem Markermeer ist es doch etwas windiger als gedacht. Und da wir das ganze Hydrauliköl aus dem Lenkrad raus ist, macht da Jürgen das mit zwei Motoren, das Lenken. Ja, zum Glück haben wir zwei Motoren. Wir können auch mit jeweils mehr oder weniger Gas auf einer Maschine können wir entsprechend auch gerade steuern, sodass wir das Lenkrad gar nicht unbedingt brauchen. Das ist natürlich viel mühsamer, aber es geht. Wir fahren jetzt erstmal bis Spakenburg und morgen dann zurück in den Hafen und am Freitag kommt der Mechaniker spätestens. Wir sind hier an der Stichsorbrück und da wird sogar ein Frachtschiff entladen. Am Ende dieser geraden Strecke ist dann Spakenburg und das ist unser Ziel für heute. Da ist die Hinweistonne nach Amersfoort. Und das geht dann da rein. Das ist eins unserer nächsten Ziele. Im nächsten Urlaub natürlich. Langsam nähern wir uns unserem Ziel. Mit viel Sonne im Gepäck geht es jetzt nach Spakenburg rein. Vor uns scheint entweder ein Rundfahrtschiff oder eine Fähre zu sein. Wie immer ist Spakenburg schon wieder voll. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir ein Plätzchen bekommen. Manno. Jetzt heißt es
langsam fahren. Ich gehe auf jeden Fall da dran, wo ich sofort was sehe. Normalerweise muss man hier immer ziemlich früh da sein, um ein schönes Plätzchen zu bekommen. Wir hoffen, dass wir noch was kriegen. Ja, bin mal gespannt, ob wir hier irgendwo noch einen Platz bekommen. Sieht mau aus. Ja, das ist der Anleger für die Fähre. Da können wir natürlich nicht anlegen. Da vorne noch. Vor dem Weißen dort, Jürgen. Und die beiden gehen bei uns Inspection. Ist das machbar? Der Hafenmeister hat uns gesagt, wir sollen durchfahren und dann die Nummer 65 nehmen. Ja, hier ist es schön voll. Wir haben ja unwahrscheinlich Glück, dass wir trotz des Andrangs noch so tolle Plätze bekommen. Es ist ja Heringsfest. Alles ganz schön eng hier. So, wir ziehen noch einen Meter zurück. Haben wir echt Glück, ist hier rappelvoll. Hier sieht man auch noch schön. Schön mitten in der Stadt, das ist natürlich auch toll. Da geht's ja nicht. Weiter in der Stadt rein geht nicht. Mit viel Glück stehen wir jetzt mitten in der Stadt. Eigentlich besser kann man gar nicht stehen. Im alten Hafen. Warten die jetzt alle auf den Hering? Wir haben heute Heringsfest erwischt und dafür haben wir noch einen guten Dienstplatz. Und hier das Heringsfest und da kommt der Hering. Hier in Spakenburg kennt man Schneewittchen nicht und Radler, dann müssen wir selber mixen. Ja, heute ist der 15. Das erste Fass wurde ersteigert für über 113.000 Euro und jede Menge Händler sind jetzt hier durchgefahren und haben sich präsentiert. Ab jetzt gibt es ja den holländischen neuen Hering. Der erste neue. Hauling. Ich weiß nicht, die alle im Kreis fahren, aber Stunden später. Und die stehen immer noch hier in einer riesigen Schlange, die LKWs. Und die werden einzeln begrüßt, fotografiert mit dem neuen neue Haring. Während die Fischwagen noch fleißig durch Spakenburg fahren, gehen wir heute Abend hier ins Lim essen. Asien Bistro, Bar, Restaurant, Lounge. Sehr stylisch. Wunderbar. Und wir haben einen Platz am Fenster. Wir haben Wantang-Suppe.
Und da drüben gibt es geteilt. Genau. Und in der Hauptspeise gibt es zweimal Pekingente. Boko. Das ist das gleiche wie Tipan. Und das hier ist geröstetes Trio mit Bauchspeck, Ente und Schweinefleisch. Marina? Picknick. Schmalhans Küchenmeister heute. Was wird nachgeliefert? Currygarnelen. Jo. Ein Japaner in Spakenburg, ob der sich so dauerhaft halten kann. War auf jeden Fall lecker, etwas hochpreisig, eine kleine Karte, kann man weiterempfehlen. Wir liegen hier wirklich wunderschön im Kanal. Da vorne dann noch mal in die Kurve und dann ist Schluss. Ich fürchte, es gibt heute wieder kein Frühstück. Marina verfüttert das letzte Brot an die Enten. Wir sind gestern glücklich in Starkenburg angekommen. Wir sind gestartet mit nur einer Maschine, weil die zweite Maschine ist dann nicht angesprungen. In Muiden haben wir dann nach der Schleuse gehalten. Dort habe ich sie dann ans Laufen gekriegt und sind dann mit zwei Maschinen bis Starkenburg gefahren. Und ich habe seitdem nicht mehr gelenkt. Das heißt, nur mit beiden Maschinen bin ich bis hierher gefahren. Wir werden auch heute bis die Klink nur mit den Motoren fahren, ohne Lenkung, weil das ist jetzt die gesamte Flüssigkeit ist jetzt ausgelaufen. Es läuft jetzt keine Flüssigkeit mehr aus der Lenkung raus, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch lenken kann. Deshalb brechen wir an der Stelle auch den Urlaub ab, einen Tag früher als geplant und fahren jetzt direkt in den Hafen zurück und morgen früh kommt der Mechaniker. Und da werden wir uns mal um das Startproblem und auch hier um das Lenkgetriebeproblem kümmern. Und ich hoffe, dass das alles wieder anschließend in Ordnung geht. Das ist sehr ärgerlich, wenn man immer zwischendurch mal nicht die rechte Maschine anbekommt. Irgendwo ist ein Wackelkontakt, den wir noch nicht gefunden haben. Und auf geht's zum letzten Mal im Urlaub. Wir starten mit dem Blick auf den Ebenhof und links im Wald liegenden Centerpark. Der Wasserweg führt nach Harderwijk. Schwenken wir Richtung Spakenburg. Dann geht es Richtung Spakenburg, die Einfahrt. Wir legen geradeaus im alten Hafen, wo die ganzen Butterschiffe liegen. Links der Yachthafen ist ziemlich eng. Am Ende des alten Hafens beginnt dann die Stadt und dort sind auch die Restaurants und die Geschäfte. Ja, und dann fliegen wir auch schon wieder zurück. Dann schwenken wir Richtung Ebenmeer und hier geht es nach Narben. Im Hintergrund sieht man die Insel der Dode Hund und wir fliegen weiter zum Yachthafen Nieuwburg. Das war's auch schon wieder. Wir sehen uns im nächsten Video.